die Aufnahme alles jetzt, klar? Leute. Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76, Schrägstrich Wastelander, Schrägstrich Fallout Legends. Eventuell Fallout 76 Legends oder Fallout Legends Germany. Wir müssen mal gucken. Da gab es im Moment ein paar Querelen. Wir schauen. Ich verhungere, ich weiß, ich verhungere. Als erstes mal möchte ich mein Team begrüßen. Die Frauen sind jetzt leider alle weg. Ich habe jetzt meine Special Forces alleine für mich. Wir haben dabei den gestörten Hamster. Hallo. Den Tom C. Weber, General seines Zeichens. Hamster Hallo. Ist natürlich auch General. Hallo, Tom. Und den General Psycho Dad. Hallo. Sind natürlich alles Generals hier. Ne? Rekruten haben wir ja nicht mehr. Die Rekrutenausbildung haben wir ja damals erledigt. Dann war das alles Kommissar im Schlüssel aus dem Mund, Hamster. Dann waren das Hamster, nimm den Schlüssel aus dem Mund. Nicht, dass wir wieder einen Unfall kriegen, stimmt, Psycho. Wir wollen hier gar nicht lange rumzaubern. Ja, wir sehen ihn in unserem Teamspeak. Und wir wollen es mal krachen lassen. Wir wollen mal runter reisen nach Watoga und uns der Monstermanie verschreiben. Das haben wir ja schon mal gemacht, haben wir aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir können zu Toms Zelt reisen. Der hat das da in der Nähe und dann zu Monstermanie. Und dann, ich erleide Gesundheitsschaden. Ich muss erstmal was essen, Leute. Ich habe das vorhin tatsächlich nicht geschafft. Was zu futtern. Wasser, glaube ich, brauche ich auch. Abgekochtes Wasser, Tom. Jetzt habe ich nur noch aufbereitet. So viel Wasser habe ich verbraten. Ich kenne ja nur mal 1000 Ding. Ja, danke. Nee, das kriege ich schon auf die Reihe. Aber. Muss nur noch abkochen. Ja. So, ja, jetzt bin ich wieder satt. Alles klar. 3000 Kronen Korken habe ich. Max erreicht wieder mal. So, ich denke mal, ich werde mal direkt zu Toms Zelt. Jetzt sollte es klappen. Monstermanie kann man immer, sag mal, triggern. Ich habe ein kleines Wortfindungsproblem. Das ist der Hammer. Naja, ich habe, wie gesagt, ich habe gerade ein Gesprächlein mit meiner First Lady gehabt hier im Reader. Ja. Ja. Ich bin jetzt mal wieder ohne Facecam drin, Leute, weil es ist sehr warm. Und ich trage nur mein Mützchen zur Facecam. Das ist ja halt mein Markenzeichen mal. Aber im Moment ist mir es zu warm. Also, mir wirklich. Mein lieber Mann, also da gibt es nachher Bregen gebratenen, weißt du? Genau. Das wollen wir ja nicht. Nur noch der Anstand bewahrt uns davor, in Schlippern hier zu sitzen bei der Hitze. Ja, so sieht das aus. Genau. Also, habe ich was für dich, Hamster. Hamster, du hast einen Schlüpper für ihn, schätze ich mal. Immer so nackig rumrennen muss hier, ne? Ja, machen wir erst die Monstermanie, oder? Nee, bevor wir mal... Wir heißen Lehrer und Schüler bei der alljährlichen Monstermanie der Watoga High School willkommen. Hamster, bitte versammelt euch in der Mensa und wartet auf eure Anweisungen. Weil das Lehrer, geht gar nicht. Finden Sie so schnell wie möglich die Monstermaske. Ja. Sobald Sie sie haben, müssen Sie vor den Schülern weglaufen. Bei Ihrer Flucht werden Süßigkeiten aus der Maske fallen. Hab ich an. Sammelt so viel wie möglich. Aber das ist ja so scharf. Je mehr Süßigkeiten ihr sammelt, desto mehr Vorräte werden euch aus dem Budget fürs nächste Jahr zugeteilt. Stärke und Ausdauer. Außerdem sind in der Schule noch mehr Süßigkeiten versteckt. Bin ich jetzt der Einzige, der hier drin ist? Die Maske wieder auf. Wir kommen jetzt rein. Ja, wir kommen jetzt auch noch. Verfolgt die Monstermaske und schlagt mit euren Baseballschlägern darauf ein wie auf eine Pinata. Die Süßigkeiten, die hier ausfallen, könnt ihr behalten. Es wäre aber smarter, sie gegen Preise einzutauschen. Und denkt daran, ihr dürft nur während der Monstermanie in der Schule auf Lehrer einschlagen. Und auch nur auf den Lehrer, der die Maske trägt. Will ich ja nicht. Gut. Auf die Plätze. Fertig. Los! Wo ist die Maske? Wo ist er? Das war ja wohl klasse eben. Wer war denn das jetzt? Na ich! Und Hamster hat mich aber geschafft. Warte, wer hat denn jetzt die Maske? Wo ist Na warte. Hamster hat mich geschafft.
Ich bin doch gleich losgerannt. Ich hab da die Maske gehabt, Tom. Oh, ist das kernig hier. Hamster, kernige Idee. Verdammt! Ja, ich hatte gerade auch die Maske und weg ist sie. Ah, ja. Ich wollte die gerade greifen, du. Ach, Tom. Tom, Entschuldigung, Tom. Kein Problem. Den Müll lasse ich liegen da, ne? Ich will leben. Ich will leben. Oh, ist das genial. Leute, Hamster, das war eine geniale Idee. Alter. Das ging eben ein Gehetze. Ja. Ich denke, wir sind die Fallout Legends. Wieso hassten wir uns? Ach, scheiße. Der Martin. Oh, verdammt. Ich hab mich doch gerade der Martin weggehauen. Ja, das war gut. Hilfe! Hilfe! Oh! Oh! Entschuldigung, Hamster, du bist ja der Gute. Ja, gerade. Der kleine Psycho. Psycho, sag mal Piep. Psycho, sag mal Piep. Nein, das möchte ich nicht. Psycho, sag mal Piep. Ist er geil. Ist er. Psycho? Ich weiß, wo Psycho ist. Ich weiß, wo Psycho ist. Ich weiß, wo er ist. Martin, bist du gerade gestorben? Nein, bin ich nicht. Ich hab versehentlich die Spielfläche verlassen. Nein! Ja. Ach, shit, ja, weil ich so schnell... Und dann stirbst du? Ja, es ist immer noch am Laden, ich hab keine Ahnung, was da passiert. Wahrscheinlich bin ich dann disqualifiziert oder so, keine Ahnung. Nee, du kannst jederzeit wieder einsteigen. Ah, okay. Ich komm zurück. Ah, oh, Mensch, weil ich war so schnell unterwegs. Ich freue mich, ich so, oh, nächste Tür da bin ich. Spielfläche verlassen. Nein! Wer hat jetzt die Maske? Keine Ahnung. Na? Habe ich immer noch die Maske? Ich sehe da. Keine Ahnung. Also ich. Okay. Hamster. Hamster hat die Maske? Okay. Hm. Alles klar. Unterwegs. Hamster, du kleiner Sack! Komm oh. Her, du! Oh, nanu! Ja, jetzt hab ich Maske, Ed. Ich seh dich. Tommylein. Ja. Komm zu Papa. Von Wege. Der ist aber auch flott unterwegs. Ja, der rennt so. Tom, du sollst doch gar nicht rennen. Geh doch langsam, lass dir Zeit. Wir sind doch deine Freunde, wir sind doch die Fallout Legends, die Guten. Genau. Alter, wie genial! Ja, sei es weg! Zu dritt, echt! Alter. Oh, Psycho! Verdammt! Hab ich Psycho zerlegt oder was hab ich jetzt? Ah, scheiße, schon wieder! Bitte versammelt euch Hamster in der Mensa und wartet auf den Start der nächsten Runde der Monster-Manie! Hamster, das war gut, ey! Mehr noch Süßigkeiten aus der vorherigen Runde kann die Abfangverkaufsautomaten gegen Preise tauschen. Das ist die smarte Wahl. Ah, das war witzig. Ja, das fand ich auch. Denkt daran, die Lehrer schnappen sich die Maske. Ihr müsst die Süßigkeiten sammeln, die aus der Maske fallen. Außerdem müsst ihr die Spaß, Eimer voller Süßigkeiten finden, die in der Ja, Hamsterchen, das war eine geniale Idee, du. Wieder auffüllen.
Schüler, schlagt auf die Monstermaske wie auf eine Pinata ein. Na klar, machen wir. Sammelt die Süßigkeiten, die herausfallen. Oh, sorry. Auf die Plätze. Fertig. Warte mal, es geht nochmal los? Los! Ah ja, natürlich. Es geht ein paar Mal los. Ach so, Hamster ist es ja nicht. Entschuldigung, Hamster. Also, das ist also direkt in der Schießwut. Geil. Ah. Kasching, Garasabing, wer ist denn jetzt? Hamster. Nee, ne? Doch. Wo ist der? Keine Ahnung, wo der hin ist. Wo ist der kleine Verhamsterte? Ich weiß, wo der Hamster ist. Ah, da hockt er, ja. Los, mach sie fertig! Ah, scheiße. Erledigt? Ah, jawohl, top, ich hab's gut geschlagen. Jawohl, ich hab ihn. Yippie! Genial, Alter. Jetzt aber Schluss mit lustig, es kommt die Power-Rüstung. Na, mal gucken. Das bringt auch nichts. Nicht? Mm-mm. Aber meine Resistenz ist so niedrig. Hm. Und jetzt kommt das Beste, wenn man so doof ist wie der Hamster, dann vergisst man die ganzen Nahkampfkarten reinzupacken und kämpft dann mit dem Dönermesser. Ach, scheiße. Ich hatte, gar keine Karten drin. Jetzt ist Tom, ne? Tom. Tommylein. Oh, Martin, warte. Ja, bin zu Boden gegangen. Boah, nein! Hau rein, Tom! Wow. Verdammt, Hamster! Au! Verdammt! Ah. Junge, Junge, hier geht's aber hart zur Sache! Wo ist der Martin jetzt hin? Ach, da hinten? Hm? Die Wand hat dir nichts getan. Das ist ja genial, oder? Martin, ja. Die Tür da sollst du doch nicht nehmen. Scheiße! Fuck, dieselbe Tür! Oh. Alter, das war ein Pech, das ist so fies mit der Tür. Oh. Bist du da wieder raus? Ja, ja, versehentlich. Oh Mann. Ah, tut mir leid, ja, aber es ist aber auch kacke gelegt mit der Tür, ganz ehrlich. So kacke gelegt. Junge, Junge. Egal, ich komme sofort wieder rein. Scheiße, Entschuldigung. Ja, dann mach hin, oder? Ja, nein, Oh Mann! Das Problem ist, der Hamster ist so schnell hinter einem unterwegs. Schnell unterwegs. Doch, doch, du bist ein heftiger Jäger. Doch, doch. Ach, tut mir leid. Da darf ich überhaupt keinen Schrott nehmen, gar nichts, gell? Sonst zieh ich alles aus. Halt, Moment. Falsch, wo ist die Maske denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja, weil das Spiel wirst du dann wieder neu starten, ne? Also ich glaube, der Martin hat sie. Nein, der Hamster hat sie. Der Hamster. Na, was macht ihr denn da? Psychos tot, Nanu? Ja, ja, ich kämpfe gerade mit dem Hamster. Bin gerade draufgegangen. Ja. Ihr guckt nur zu, Mensch. Vielleicht hätte ich die Taschenlampe anmachen sollen. Falsch zu früh, ja. Oh, ich hab die Taschenlampe nicht an. Ich hab den Boss nicht gesehen. Und der war nicht unsichtbar. Oh, verdammt. Psycho ist es! Jagt ihn! Los! Hallo, ist er jetzt? Der Sack. Der ist aber auch schnell wie Sau, ja.
darf das Wort sein? Der läuft jetzt weg. 40, 44, zeig doch nicht wieder rausrennen. Ja. Ich weiß, wo er ist. Gern mal raus. Ach, scheiße. Bitte versammelt euch in der Mensa und wartet auf den Start der nächsten Runde der Monster-Manie. Der Luftflüssigkeit und der vorherigen Runde übrig hat, kann sie am Smart-Verkauf scheiße, ich bin zusammen ausgerannt. Das ist die smarte Wahl. Das hat ordentlich Punkte gekostet, so versehentlich. Ja. Die Lehrer stapfen sich die Maske. Aber der Hamster, der hat einen auch bis aufs Blut, ey. Das ist echt heftig. Ja, da haben sie die Eimer voller Süßigkeiten finden, die in der Schule versteckt sind. Und damit die Maske wieder auffüllen. Schüler, Leute, hört doch. Schlagt auf die Monstermaske wie auf eine Milliarde ein. Und sammelt die Süßigkeiten, die herausfallen. Das ist auch richtig geil. Auf die Plätze. Fertig. Los. Na? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah! Was? Ich bin noch nicht rot, noch nicht auf mich schießen. Hamster! Komm her, Hamster! Das ist echt. Das, was er lebe. Komm zu mir, Hamster! Ich bin noch da! Na? Put, 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 put! Oh, wie ist denn da jetzt, Mensch? Oh, danke. Oh, kommt rein. Ja, jetzt hab ich sie. Ja, jetzt hab ich die Maske. Sag du. Also, das war der Sackgasse hier. Wo ist denn der? Das ist eine Sackgasse hier, oh Mann. Boah, nein! Lade nach! Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie! Schieß auf sein Kadaver! Macht ihn fertig! Oh, verdammt! Ich Alter, bin im Treppenhaus runtergefallen. Das ist das von meinem Deck, ich bin da draußen gegangen. Ich bin dran gewöhnt. Ja, ja. Geil, ey. Ja, ja. Boah, das ist so geil, ey. Diese fiese Tür zweimal. Das war schon geil, ey. Findet mir den Typen. Ja. Das ist eine Sackgasse, das war geil. Das ist verdammt, das ist eine Sackgasse! Was ein Scheiß, oder? Martin! Hey. Komm her! Ich hab doch was Schönes für dich! Hä? Wo ist er? Bin ich jetzt bekloppt, oder was? Quincy hockt auf dem Boden. Martin, du hast mal kurz Fortschritt. Ah, ne, ich hab gar keine Waffe dabei. Das ist mit dem Tarnmodus fetz übrigens, ne? Boah, du Sack. Na, dafür ist, haben wir doch das Ding. Ja, bloß nicht an, ne? Martin, bleib doch stehen. Ich will doch nur spielen. Na, wo ist der kleine Martin? Wo ist er denn? Ah, ja, ich weiß. Nee, ich weiß doch nicht. So. Was muss nach der Markierung gehen? Ich weiß, wo er ist. Nein, weißt du nicht. Hoffentlich ist er ein bisschen wieder draußen, ne? Nein, nein. Nein, ist er nicht. Verdammt. Ach gut, das war ja meine. Das haut er. War ja meine Sache. Warte, warte, warte. Ach, nicht hier, darf ich wirklich nicht mitnehmen, ne? Och, Martin, renn doch nicht weg. Martin, du musst auch mal warten. Wir müssen ja auch zielen, Martin. Wir müssen uns ja auch so ein bisschen auf dich einschießen. Nein, ne? Das möchte ich nicht. Ja. Ah. Der Arsch läuft im Kreis. Oh. Oh, verdammt! Bei mir! Nein! Alter, ist das geil. Lade nach! Nein, das ist nicht anders. Lade nach! Oh. Also mit einer Nahkampfwaffe ist mir echt am Arsch, wenn man keine Ausdauer hat. Komm, mit dem Jetpack ist auch gut, ne? Ja, genial, oder? Da rennt er hier durch die Gegend, das ist auch... Kann doch nicht wahr sein, ey. Guck mal, wie die hier hinterher jetzt, ne? Scheiß doch wieder verkackt, oder? Also,
Wetz haut nicht hin. Geil, wo ist er dann? War aber super lang gehalten, ich hab kaum noch Punkte. Natürlich war das gut. Nein, Punkte. Ey, wieso gibt's hier keine Taschenlampe? Genial. Ja, ja. Das war richtig gut, Martin. Danke, danke. Junge, Junge, bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja, ich auch. Ich muss mal der Hamster ständig, weißt du, der ist wie so ein Bluthund, ne? Das ist unglaublich, ey. Der lässt nicht locker, weißt du? Der lässt einen nicht Ruhe. Nicht in Ruhe. Das war super, echt. Oh, ich muss so lachen, ey. Ich finde das auch cool. Das war geil. Genial, oder? Das macht richtig Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Das macht damit wäre die Welt. Monstermanie beendet. Oh. Danke an unsere Lehrer, Martin. Schüler und Freunde, die diese Veranstaltung ja, du bist immer noch erster Platz. Ich bin in den zweiten, aber ich komme dir näher. Jahr die smarte Entscheidung zu treffen, eure Süßigkeiten gegen wieder. Gesunde und erbauliche Geschenke und Überraschungen Martin. Einzutauschen. Hey, wir wünschen allen ein sicheres ja, aber du hast und fröhliches so Abschlussen. Hey. Du hast ein Gesicht zum Reinschießen, Max. Was haben wir gekriegt? Hey, das war richtig, das hat richtig gefetzt. Das war cool. Bei welcher Minute sind wir, Thorsten? Also das will ich nämlich noch an. 21. Das dauert zu lange. Ja, das dauert wirklich. Ja, ja. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Ja, das war sehr cool, auf jeden Fall. Das war mal eine richtige, geniale Session. Oh, ich musste so lachen, ey. Und der Hamster, wie gesagt, ne, also der war so heftig hinter mir her, dass ich sogar zweimal versehentlich rausgegangen bin. Da musste ich selber lachen. Nein! Zwei, aber du hast gesehen, auch wenn du im Tarnmodus bist, also so richtig Vorteile hast du dann auch nicht. Nee, hast du nicht. Also Zielen ist schon angesagt, ich finde das genial, aber das hat mal richtig schön abgelenkt von allem Quatsch. Und die Ausdauer geht so schnell runter, das ist unglaublich. Ja, ja. Ich hatte das Problem auch, vor allem ich bin ja mit dem Nackenwaffe unterwegs, ich trage die Power Stone und dazu habe ich noch eine Krankheit. Ja, das stimmt. Also, sehr, sehr gut. Also die Vorteile... Die Vorteile trotz Jetpack gibt's nicht, ne? Nein, aber ich sag mal, die Tarnrüstung macht Spaß, aber. Ja. Weil das passt so ein bisschen dazu, muss ich sagen. Ja, stimmt. Schatzsucherhut, ich werde mal wieder ankleiden, so bin ich jetzt wieder fit. Und natürlich wieder falscher Weg gelaufen vorhin, ja. Oh, es war so genial. Und ein Gekreische hier, ich hab mich abfeiern. Ich konnte nur natürlich. Abfeiern, ey. Und ich da voll konzentriert gucke, weißt du, dann alle auf mich. Ich so, nein, ich muss weg von hier. Das war so geil, ey. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du verfolgt wirst. Ja. Voll der Adrenalinschub. Martin, du wolltest doch nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wer das tun sollte. Nein, bloß nicht. Du besonders Hamster, echt. Aufgefallen. Das war geil. Das müssen wir eigentlich nochmal machen, ne? Das machen wir auch nochmal wieder. Ja, super lustig. Das bauen wir nochmal wieder ein, weil das genial ist. Aber dann am besten mit der Riesenklicke, weißt du? Boah, das wird so heftig, Thorsten. Wow. Das wird genial. Na. Oh ja. Oha, das wird so rocken, ohne Quatsch. Wir haben ja jetzt schon drüber und drunter gequatscht, wie es dann in der großen Gruppe ist. Das macht nichts. Da musst du einfach durchhalten, Max. Da musst du echt durchhalten, auf jeden Fall, ja. Aber das ist genial. Ja, das mit der Riesenklicke machen, das ist... Fett oh, drauf. Auf jeden Fall. Es geht richtig ab. Max, du wirst gleich lachen. Ich habe jedes Mal, du kriegst ja mal Kronkorken dafür, wenn hier eine Runde ist, ne? Ja. Und ich denke immer, jedes Mal erscheint bei mir ein Kronkorken und daneben steht Max. Und ich denke immer, hä, Max schon wieder? Aber wie hat er seinen Namen da eingetragen? Nee, Max heißt einfach, dass ich mein Maximum an Kronkorken erreicht habe. Oh. Ich denke, was? Wieso wird der hier schon wieder namentlich im Spiel erwähnt? Wie hat er das gemacht? Morgen. Ja, ich habe da so meine Kontakte. Geil. Ja, genial. Oh, nee. Man muss dazu aber mal sagen, Thorsten. Ja, also, ich hoffe immer noch, dass du heute einen spendablen Tag hast. Wie gesagt, also ich bin bei 3000 Kronkorken. Ich bin ein armes Schwein. Max, kleiner Tipp. Komm mal her. Ja. Sammel den ganzen Kram hier, diese Rüstung auf. Schwere Metallrüstung, Kampfrüstung und verkauf das. Mach ich auch. Ja. Mantets rein, da hab ich meine Knete. Alles aufsammeln, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Richtig. Du hast meine Kiste schon voll, ich krieg das genau. Händler-Limit. Nee, du sollst die Kiste nicht damit betreten. Du sollst halt zur Verkäuferin gehen und das verkaufen am Bahnhof.
Weil genau. Ich hab nur 1000 Kronen Kronkork jeden Tag. Ich krieg. Das ist schrecklich. Also, ich habe ja genug Material, um die zu verkaufen, aber die 1400 ist ziemlich wenig. Ja, aber du kriegst ja noch mehr, da kannst du noch Mantles reinmachen. Ne? Nee, das ist ja das maximale Limit von der, wie viel die verkauft. Also, wie viel die ja, aber ich mache das ja auch jeden Tag. Ja, ich verkaufe ja auch jeden Tag. Ich muss dazu sagen, jetzt die Kronkorken, die habe ich jetzt auch nach langer Zeit mal wieder zusammengesammelt. Ich sammle jeden Kram auf und verkaufe das, muss ich ganz ehrlich sagen. Du machst das auch, Thorsten. Ist so, ja. Und dann die Karte, diese eine Karte für Handel rein. Ja, genau. Wo du besonders viel eben Kronkorken bekommst, weißt du, wenn du deine Sachen verkaufst. Martin, ohne Quatsch, das bringt wirklich... Legendärer Händler, legendärer Max, Händler genau. Oder wie die Karte da heißt. Muss ich selber gucken. Oder? Sollen wir mal ganz kurz in die Haupthalle gehen? Warum? Ja? Ich hätte auch gedacht, ein Foto, so in so ein Thumbnail oder so. Ja, nein, wir machen wir. Ja, danke Max, coole Idee. Die Karte heißt Meisterhändler, genau. So heißt sie. Level 3, also unbedingt reintun. Jo. Ja, die habe ich auch drin, deswegen kann ich nur noch 2 Serum statt 3 pro Tag verkaufen. Ich habe mich gerade verlaufen, das geht gar nicht. Das war geil, Leute, das hat so Spaß. Ich bin schon wieder rausgerannt. Verdammt, Sackgasse! 2 Mal, das war so geil! Weißt du, du bist scheinbar rausgerannt und ich... Ja! Das war so geil! Mr. LeMay kann im Büro zu den üblichen Zeiten unterschrieben werden. Ich muss immer noch drüber lachen, ey, das war so geil, ey. Alles Max schuld, weil er hat mich so hardcore verfolgt, ey. Ich 2 Mal rausgerannt bin vor lauter Panik. Sie können sich geil. Das ist geil. Ja, dann können wir uns ja hier oben auf den Löwen stellen, oder was? Oder davor? Da oben oder davor? Ja, stimmt. Hier vor den Löwen und dann so. Ja. Und dann Fotomodus, sobald die ganzen Viecher mal aufgehört haben. Alles klar. Jetzt, ich mach die mal hier, warte. So. Warte mal, vielleicht geht das mit der Grußerweise. Na klar. Soll ich mich beeilen oder. Naja, du wirst gerade verschossen. Zeigo, geh ruhig ran. Jo. Sei tapfer, Zeigo. Jo. Gut. Hab ich. Jo, sauber. Jetzt machen wir unsere Protection fertig. Präsident wird hier nicht angegriffen. Danke. Entschuldigung. Oh. Er hat sich seine Bestandteile zerlegt. Oh. Aber es tut gut. So. Also Monster Manie, Leute, ehrlich, das ist der Hammer. So, ja, das macht richtig Spaß. Das war sehr, sehr lustig, Leute. Gerne wieder. Du sagst du. Alter, wie ich rumgeschrien habe. Ich glaube, meine Nachbarn haben auch Spaß an dem Event. Ah, das war so lustig. No, das ist es doch. So soll das auch sein. Oh, verdammt, Sackgasse. Oh nein, ich bin rausgerannt. die Leute werden sich bepissen vor Lachen. Das war einfach geil. Das war einfach cool. Ach, schön. Okay. Ja, mit diesem Selfie, was wir hier gemacht haben, möchte ich mich ganz herzlich wieder bei meiner Secret Service Einheit bedanken. Das war Tom, was ist da? Musst du mal? Ach, Tom hat sich hier hingesetzt, weil er kurz AFK ist. Ach, sieht schon ein bisschen komisch aus mit Tom. Ich weiß nicht, ob ich das Video nach ihm benennen werde. Nein, das werde ich nicht machen. Ja, Tom, aber... Tom, Junge, alles gut? Ah, ihr kommt ja. Hey, Tom, hast du mal... Achso, A8 macht. Nee, ich war eine Rache. Gut, also, ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt den Präsidenten super unterstützt, mal in so einer Trainingsrunde. Das war eine lustige Runde, Leute. Also dann. Das war super lustig. Ciao. Tschüss. Tschüss.